Jetzt habe ich gerade noch ein Flugzeug, nämlich die fliegende Badewanne. Lasst euch überraschen. Dazu habe ich jetzt nichts zu einem wirklichen fliegenden Objekt gefunden, aber trotzdem, das fliegt umso besser und da wünsche ich euch viel Spaß, weil das Falten geht ratzfatz, aber dann das Fliegen, das macht Spaß. Die fliegende Badewanne, das machen wir folgendermaßen. Wir falten das Papier einmal in der Hälfte. Und gleich wieder auf. Dann falten wir das halbe Papier bis zur Hälfte. Die gefaltete Hälfte falten wir bis zur Hälfte. Und dann legen wir das Ganze an der ersten Faltung um. Also, so, jetzt nehmen wir das Papier, also ich nehme es von der anderen Seite, und falten das einmal so herunter. Gut, jetzt kommt es ein bisschen aufs Augenmaß drauf an, gell? Weil ich falte das jetzt da einmal so herein. Das Ganze sollte ich noch einmal da hereinfalten und dann sollte ich irgendwie da bei der Mitte ankommen. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Zuerst so. Und dann noch einmal. Ah, das hat Ziel. So. Und dann machen wir das Ganze wieder auf. So schaut das Ding von oben aus. Und das nehme ich dann wieder so in die Hand und gebe ihm einen Schubs nach vorn. Wenn er vorne zu leicht ist, das kann man ganz leicht beheben. Wir falten das einfach noch einmal darum. Dann muss man nachher nur diese Faltungen dann nochmal nachfalten. Aber jetzt. Ja, wunderbar. Da darf man nicht sofort aufgeben, gell? Da muss man wie beim wirklichen Flugzeugbau einfach sich damit ein bisschen beschäftigen. Habe ich da irgendwo Kanten, die da umgebogen sind? Ist es vorhin zu leicht? Wenn es immer noch zu leicht wäre, dann hätte ich ihm jetzt wahrscheinlich da vorne noch eine Büroklammer reintun. Da in die Mitte. Dann wird da vorne ein bisschen schwerer werden. Oder wie wir schon mal gehabt haben, dass man die Kanten da hinten aufbiegt oder runterbiegt. Naja, die Büroklammer kommt gut. So fliegt er mir fast am besten. Na dann, viel Spaß beim Nachbauen und Fliegen und Spielen damit. Bin ja gespannt, wie lange das mit dem Lockdown noch geht, weil ich hätte da schon noch ein paar lustige Flugobjekte, die wir machen könnten. Aber schauen wir lieber, dass wir uns wieder sehen.